So, da sind wir wieder zurück bei Dead Space 3 mit Wurnok und Kamuno. So, und jetzt nach dieser beruhigenden Folge, die war einfach balsam für die Nerven, klettern wir jetzt hier mal. Richtig, kommt eine noch beruhigendere Folge. Richtig, naja gut, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Wir spielen Dead Space, überdenke ja, deine. Ja, schon, hast du schon recht, aber solange ich eine Bank habe, ist es beruhigend pur. Ach so, hinter mir oder was? Ach so, also unter mir. Ja, okay, das war dann wohl bis jetzt die einfachste Kletterwand. Bis jetzt. Ah. Hey. Es ist gut. Du bist ein guter Mensch, Isaac. Du hast getan, was du konntest. Habe ich nicht. Ich habe aufgegeben, Ellie. Es tut mir so leid. Hier muss es sein. Aber wie zum Geier sollen wir diese Rosetta finden? Sie muss da oben irgendwo ein Labor haben. Wir sollten nach einem Büro suchen, nach Akten, irgendwas mit ihrem Namen darauf. Damit kommen wir zum Eingang. Los. Boah, Alter, ich denke mir die ganze Zeit nur, mach doch endlich mal einen Schritt weg von dieser scheiß Klippe. Der steht ja einfach gemütlich rum. Nee, der will noch runterspringen. Ja, wahrscheinlich. Juhu! Ich meine, gut, ja, die Physik hier lässt ja sowieso nicht zu, runterzufallen. Ja, außer man glitscht halt irgendwo durch. Wollte gerade sagen, wie bitte? Ja. Oh, da liegt was Speciales. Upgrade-Platine. 2 Schaden, 1 Feuerrate. Nice. Ja, so. Das ist doch mal was Tolles. Ja, weißt du, was jetzt auch toll wäre? Mhm. Eine Bank. Ja, die kommt wahrscheinlich, hoffentlich, da oben. Hoffentlich. Ja. Oder auch nicht. Das war's dann mit der Leiter. Alles in Ordnung? Ja, wir können ja fliegen. Ja, alles okay. War ruhig schon vor. Da ist ein Weg am Boden. Ich schicke ihn dir auf deine Rig. Natürlich. Dann kommt an der Einrichtung. Warum auch einfach machen, wenn es schwer geht? Ach so, hier lang, ja. Ja klar, ich meine, wäre ja dumm, ne? Wahrscheinlich müssen wir jetzt 10.000 Kilometer da rumlaufen. Mhm. Oh, warte mal. Moment. Natürlich, hier geht's lang. Wir müssen uns natürlich davon entfernen, ist ja klar. Was? So logisch. Der hat uns doch das auf unser Rig geschickt. Ja. Hör mal, komm hier, Viecher. Das ist doch optional hier. Ja gut, das war eigentlich ein dummer Satz, aber... trotzdem. Du kommst klar da hinten? Ja. Medipacks, komm schon. Jawohl, 2 Doppel-Medipacks, nice. Sehr schön. So, das war's ja auch schon wieder. Da wäre ich mir nicht so sicher. Nee, war's nicht. Da geht's doch noch wo lang? Nee, das sind überall Sackgassen. Ach so. Okay, dann, da wäre ich Folge. Back to the roots. Back to the roots, richtig. So, ab hier ist wieder Story. Monsters. Ja. Mhm. Hm. Ich weiß, wo wir sind. Oh, was? Alter, was? Das hast du schon gehört und gesehen, oder? Das war so ein komisches Krabblerviech wie damals. Ja, aber das, die Geräusche, die das gemacht hat. Yeah. Aber wo ist es hin? Ich würde es ehrlich gesagt nicht wissen. Solange es nicht bei mir ist, ist alles gut. Aber hier sind ja überall Marker. Oh. Oh, ja.
Ganz toll, ganz toll. Simmern ist auf jeden Fall ein Lebenszeichen. Aber kein positives. Die haben sich gerade bewegt. Hab's genau gesehen. Wenn du das sagst. Puh. Da war ein Riesengebäude. Oh. Ach so. Achtung, sieht aus, als hätte Danik Zeit zum Sammeln gehabt. Verdammt. Wie sollen wir Rosetta finden, wenn sie seit 200 Jahren tot ist? Moment. Da. Rosetta Labor. Es ist hier. Perfekt. Schick mir die Koordinaten. Und hoffen wir, dass wir diesen Kodex bauen können, bevor Danik uns findet. Alright. Ach, Hecken schneiden. Da. Na? Naja. Ja, ich brauch ein bisschen Zeit. Ah ja. Ich bin ein gemütlicher Heckenschneider. Ach so. Oder bin ich etwa ein Heckenschütze? Lauft ruhig weiter. Ignoriert uns. Oh, guck mal, eine Bank. Wo schießt es denn hin? Toll, jetzt macht das Ding ja gar keinen Schaden mehr. Alter! Ohne Bank! Ja. Alter! Ich bin wütend! Scheißvieh einfach, ey. Mac! Was zur Hölle war denn das jetzt schon wieder? Das waren, gute, bessere Freunde. Schuld ausrechnen! Oh, Anzugstation. Was ist das? Das ist nix. Okay. Wolfram! Midibi! Oh, Sucherbot. So. Ach ja. Geht das hier? Ah, noch nicht ganz. So. Juhu. Boah. Die Sucherbots bringen schon ordentlich, weißt du? So, Medipacks. Weißt du was? Zack, 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 alle Medipacks mal rausschmeißen. Und Medipack groß herstellen. Also. So. Na, Salma. Was soll denn? Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel jetzt, oder? Ja. Ja, das ist ein bisschen viel. So. Ja, so wird schon reichen. Okay. Waffen-Upgrades hätte ich ganz gerne hier. So, wir haben... Ich hab da... Was? Wir haben eine neue Platine. Oder wo war das denn? 2 Schaden, 1 Feuerrate. So. Okay, jetzt ist die Frage, wo müssen wir lang? Dann, okay, dann lass mal hier lang gehen. Ich wusste, dass du das sagst. So. Ja. Weißt du was? Warte. Anzug, Station. Ich glaube, es wäre mal sehr sinnvoll. Oh, der Legionärsanzug wurde freigeschaltet. Oh, der Archäologenanzug wurde freigeschaltet. Geh weg. Warte, Legionärsanzug, den haben wir, hä? Hier. So, wie sieht denn der aus? Sicher, dass es der Legionärs- und nicht der Legendenanzug ist?
Ja, Legionär. Na verdammt. Ich hatte mich schon gefreut. Heieiei. Der sieht schon ganz geil aus. Ich glaube, den nehme ich mal, du. Okay. Das Gesicht sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber... Das sind wir eh selten. Ja. So, und jetzt will ich mal nach Rick Upgrade schauen. So. Gesundheit. Hey, hier müssen noch andere aufs Klo. Ja. 1000 Somatgehe. Das kann ich machen. Das ist schon wieder sehr teuer. Aber an sich geht es. Ration. Wofür sind Rationspunkte? Weiß ich gar nicht. Hätte ich halt volle Trefferpunkte. Ach komm. Ich brauch's ja. So, Stase brauchen wir nicht. Chinese. Oh, ein Chinese. Der war schlecht. Ach komm, der war doch super. Aber jetzt ist ja eigentlich voll billig. Schlecht. Der war so geil, der Witz, dass du einfach total mindgeblowt bist gerade. Aber natürlich. Ja, das würde auch noch gehen. Ja, komm, ich muss hier mal alles upgraden, ne? Ansonsten bin ich hier stinkreich, aber hab nix am Start. Ist das nicht auch wirklich so? Ja, jetzt bin ich nicht mehr so reich hier. Jetzt habe ich hier aber keine Ressourcen mehr. Außer Altmetall, da hat man immer genug. Nachladen brauchen wir, glaube ich, nicht. Komm, soll ich das noch machen? Nee. Das passt erstmal so. So, wie sieht der Anzug aus? Achso, ich sehe aus wie ein Insekt. Ah, na du Insekt. So, naja, jetzt, warum nicht? Jetzt darf ich auch. Legionärs und Archäologe. Archäologe. Das ist der. Ja, wir brauchen erst hier die Karten, um hier reinzukommen. Das verriegelt, ja. Dann geht es nur. Gibt es nur diesen einen Weg hier? Du brauchst schon lange? Nö. Kurzer Anzug-Switch. Achso, willst du nur wechseln? Und dann ganz kurz schauen, was so eine Aufwertung kostet, die ich brauche. Okay. Aber das geht relativ schnell. Na du. Und bam, Bitches. Ich bin da. Ich bin ein dreieugiges Insekt. Ich bin Special. Special. Da bin ich ja total speechless. Luftpanzerung. Ja. Das hätte ich ganz gerne. Okay. Hab meine Aufwertung. Auf geht's. Alright. Okay. Guck, ich hab drei Augen. Ja, es ist eigentlich genauso aus wie vorher irgendwie. Nein, ich hab jetzt drei Augen. Ja, gut. Öffnen? Innenbearbeitung, ich glaube. Da wird doch gleich was kommen, oder? Oder auch nicht? Nur wie ist denn der eingerichtet, der Fahrstuhl? Ja, das ist, damit du dich auch zurücklehnen kannst, wenn die Fahrt mal länger dauert. Ja. Ich frage mich nur, wofür die Stangen hier an der Seite sind. Die sind wohl für ganz spezielle Zwecke da. No comment. Ich meine das nicht zweideutig. Aber natürlich meinst du das nicht zweideutig. Ich meine das komplett eindeutig.
Ja. Dekontamination wird eingeleitet. Oh, warte, warte. Junge, Mensch. Folgenpost? Ja. Endlich. Hört auf zu labern. Und das ist die Montagestation. Laut der Steuerung. Wir sollen einen Codex zusammensetzen. Klingt logisch. Genau, und genau. Nein. Alter. Laut Aufzeichnungen sind wir hier, um Rosetta zusammenzusetzen. Die haben sie in Stücke geschnitten? Oh mein Gott. Was für ein Scheißtag. Die haben sie zerschnitten? Warum? Keine Ahnung. Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit. Ich glaube, da vorne ist noch eins. Darf ich jetzt reden? Okay. Ja, das werden wir natürlich erst in der nächsten Folge machen. Hier Rosetta, na du, guckst mich so verliebt an. Hier Rosetta wieder zusammenzusetzen. Ne, und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Bella.